meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Müssen wir aufpassen, dass uns da von rechts keiner reinpfeift. Schalten wir die Kamera gleich mal dazu, heute mal ganz anders als wie sonst, gell? So, und auf geht's. Nightfly. Wir fahren noch heute in einem Rutscher. Wir ziehen jetzt den 10er. Wir pfeifen da jetzt durch. Wir haben unsere Pause gemacht. Ich habe nicht übermäßig gut geschlafen, muss man fairerweise gestehen, aber wir schauen, dass wir jetzt zeitmäßig doch schnell beim Kunden sind. Wir haben es dann morgen, ja, 11 Uhr ist angesagt, werden wir beim Kunden sein. Das passt schon nicht, wir haben eh schon wirklich lange keine mehr gemacht und deshalb ziehen wir da heute durch. Video kommt außerplanmäßig diesmal früher. Hat mit bestimmten internen Umständen und Hintergründe zu tun, ist jetzt kein, wie soll man sagen, eine Geschichte, dass wir in Zukunft dann zwei in der Woche bringen, das soll es nicht werden und sein, keinesfalls. Genau, ein Tempomat rein da, 86 ist eh gut. Das wird es auf keinen Fall sein, aber wir wollen mit der Geschichte, mit der Story da ein bisschen vorankommen. Und beim letzten Video habe ich auch gefragt, wie es ausschaut, was ihr davon haltet, wann wir testweise einmal, so vorübergehenderweise, einfach einmal mit dem S580 vom JJ, den er jetzt nicht mehr fährt, wann wir den einmal übernehmen. Und habe da natürlich intern nachgefragt bei meiner Tochter, was sie dazu sagt, wann sie statt dem Scania einmal den MAN hier fahren würde. Sie hat gesagt, ist das im Grunde genommen, ist ihr wurscht. Scania fährt sie eh die ganze Zeit, sie fährt gerne mal den MAN. Hat sie überhaupt kein Thema. Ja, was soll man sagen, dann machen wir das ja so. Die Entscheidung der Kommentare sozusagen, die da gekommen sind zu dem Thema, das ist sehr ausgeglichen, es wundert mich fast ein bisschen. Weil doch, wir wissen ja, dass eigentlich alles sehr Scania-lastig ist. ETS ist wahnsinnig Scania-lastig. Und so eindeutig war es unterm Strich dann aber auch nicht in Wirklichkeit. Ja. Egal, wir fahren jetzt einmal für ein paar Folgen dann den Scania. Werden wir sehen, was wir daraus machen oder auch nicht. MAN wird nicht weg sein, MAN ist voll lässig, taugt mir wirklich, aber ja, Abwechslung, ihr wisst schon, Schnitzel kannst du nicht jeden Tag essen, beim LKW ist dasselbe, keine Frage. So, dann checken wir kurz einmal durch, was bei den Kollegen passiert ist. Der Herr Bollemann, der ist mit Sprotten nach Le Mans unterwegs gewesen. Julian, sein Mitarbeiter, der bringt das erste Video gemeinsam mit dem Jan. Jetzt kommendes Wochenende. Sind wir gespannt? Sind wir wirklich gespannt? Die werden da im Konvoi-Modus fahren. Schön über Funk. Bla bla. Bin ich echt wirklich gespannt, was die zwei da draus machen. Wird sicher eine lustige Geschichte. Olemann hat ja gesagt, eine Links-Rechts-Kombination und der Julian ist wieder im Bilde, was Sache ist, wer da der Boss ist. Ja, Julian, ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute. Das wird eine lustige Geschichte werden, da bin ich überzeugt. Ja, der Micha war in Verona. Von dort aus ging es dann weiter Amsterdam und zwar über Innsbruck. Zwiebeln hat er geladen gehabt und ganz, ganz wichtig, sein Mitarbeiter, der Frank, der hat einen Unfall. Und zwar, ich habe das Video jetzt endlich einmal gesehen, heute Sonntag in der Früh.
Ja, und der dürfte es wirklich übersehen haben. Auf alle Fälle im Kreuzungsbereich ist er hinten an drauf pfiffen. Vollgas. Richtig extremer Auffahrung von ihm. Selber ist dann unterm Strich nicht so viel passiert. Gott sei Dank, ich war jetzt im Krankenhaus zur Beobachtung. Aber wie gesagt, mehr auf seinem Kanal verfolgt es. Gutes Video, lieber Frank. Schöne Grüße. Dann die Fidus, der, besser gesagt der Thomas Uhl, der fährt mit 8 Tonnen Elektronikteilen nach Wien. Ja, Wien kann ich jetzt sagen, also wir müssen nicht rechts. Halleluja. Es fährt nicht jeder gern nach Wien, muss man fairerweise gestehen, es ist so. Lange, lange Zeit ist an den Toren Wiens gestanden, wenn du über die Autobahn reingefahren bist. Wien ist anders. Der Spruch ist denen geblieben, keine Frage. Das weiß man eh. Wien ist ja wirklich zum Teil ein bisschen anders. Aber ja. Aber sehr schönes Thomas. Sehr schönes Thomas, lieber Video. Ha, Klassiker. Sehr schönes Video, lieber Thomas. So muss man sagen. Er ist auf alle Fälle mit dem DAF unterwegs, mit einem Euro 6, 530 PS. Sein MAN ist zur Kontrolle, zur Überprüfung in der Werkstätte. Ja, und wenn er fertig ist in Wien, dann geht es wieder retour nach Nürnberg. Sind wir auch schon gespannt, wie es weitergeht. Dann der liebe Stefan. Der Stefan hätte sich ja wahnsinnig gefreut, dass er endlich auch nach Italien fahren darf. Die Dispo war allerdings anderer Meinung und hat nach Frankreich geschickt. Kannst nur sagen, viva la France, lieber Stefan. Nein, ich werde mit der Dispo reden. Sie sollen schon die einmal runterschicken zu den Katzelmacher. Überhaupt kein Thema. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat der Stefan mit der Dispo mal irgendwo ein bisschen eine Havarie gehabt oder irgendeine kleine Geschichte, dass ihn da jetzt, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß der Stefan, keine Ahnung. Mir ist es ein Rätsel. Dann werden wir sehen, vielleicht löst sich die ganze Geschichte ja noch auf und er darf wirklich dann einmal nach Italien runter zu Bella Cinotto, zu unserem Kunden. Aber ich glaube, Frankreich ist keinesfalls irgendwie schlechter. Da bin ich wirklich überzeugt. So, dann hat der liebe Wolli auch wieder ein Video rausgeschmissen. Der fährt von Bordeaux nach Stuttgart. Good old Germany. Von dort aus möchte er dann aber nach Hause fliegen. Und zwar aufgrund dessen, weil der Herr Binfort in seiner Nähe ist und die sich dort treffen wollen. In Faro. Vermutlich in Faro. Weiß ich jetzt gar nicht, ob in Faro, aber es würde einen Sinn machen, dass sie sich beim Wolli zu Hause treffen, ein paar Oliven knappern und vielleicht die eine oder andere Flasche guten portugiesischen Wein. Kann ich mir schon gut vorstellen. Es war vielleicht ein bisschen hochmotiviert jetzt die Schalterei, aber gut. So, was haben wir jetzt noch? Ja, der Reime. Der Reime, unser Cybermobbing-Opfer, der sich beschwert, dass er den ältesten LKW fahren muss. Mein Gott, was willst du da sagen? Was willst du da noch machen mit... Oh, oh. Falsche Spur. Oh oh! KI, ihr seid ja sowas von Vollhonks. Das ist sensationell. Naja, gut. Lassen wir das. Also, der Reim ist auf alle Fälle die gleiche Strecke wie ich unterwegs. Mit dem feinen Unterschied: ich fahre nach heute, er fährt nach Salzburg. Er hat die gleichen Parkplätze, wir haben uns nicht getroffen. Das heißt, ich fahre weg, er kommt an. So in die Richtung geht es. Lieber Reimi, schöne Grüße, muss ich die Cam wieder einschalten. Darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, und dann schauen wir weiter. Auf alle Fälle hat er schon was zwitschern gehört, Auflieger. Die neuen Auflieger sind nämlich angekommen. Wir haben zwei Marken gekauft. Verrate jetzt gar nicht was. Er hat eh schon ein bisschen Hirn gewichst. So sagt man bei uns in Österreich, wenn einer überlegt. Ja, die werden dann verteuert an die Herrschaften, die jetzt Plane fahren. Weil wir Hauptaugenmerk natürlich legen auf Bella Cinotto, das ist eh vollkommen klar. Also Freunde, wenn irgendwer einen Leihplanentrailer brauchen würde, die würde es bei mir momentan relativ günstig in der Mitte geben. Kann man sie ausleihen, ist überhaupt kein Thema. Wir verzichten natürlich nicht ganz auf unser Standardgeschäft, das ist auch logisch. Aber Hauptaugenmerk hat halt Bella Cinotto, gell? Keine Frage. Also sollte wer in der Zwickmühle sein, einfach anrufen, werden wir schon schaffen, dass wir da einen guten Preis machen und dann stehen die Trailer nicht irgendwo unmotiviert in der Gegend herum, sondern sind sinnvoll genutzt. So, es wird ein bisschen heller jetzt. Wie spät haben wir es denn? 4:31 Uhr, na das passt ja. 5 Stunden fahren wir noch, da wird es eh hell auch schon wieder dann in der Zwischenzeit. Dann seht ihr ein bisschen mehr von der Gegend da. Ja, wieder langsamer. Ja, wir sind schon in Südtirol, wie du siehst. Sehr schön. Dann habe ich ein Video gesehen vom Wusel, wie heißt der Kanal? Wusel on Tour, glaube ich, oder so ähnlich. Auf alle Fälle Wusel macht wirklich auch gute Videos, gefällt mir total. Der war gerade da oben Loch Ness, hat glaube ich ein bisschen was im Café gehabt. Aber schaut selber rein, macht wirklich gute Videos, gefällt mir total gut. Und die Gegend, wo er unterwegs war, da oben, da Glasgow, in die Richtung war das, glaube ich, jetzt, oder? Richtig gut. Kann man schon vorstellen, dass wir da auch wieder mal in diese Gegenden hochfahren. England. Nördlich, das war schon durchaus ganz eine gute Sache. Sind wieder da, keine Frage. Man kennt's. Da oben schöne, was ist denn das, ein Schloss? Burg? Schaut gut aus. Absolut lässig. 4,5 Stunden Fahrzeit, liebe Leute. Ja, das sitzt man auf einer Arschbacke ab.
Keine Frage. Adl, werden wir uns ein bisschen zurücklehnen und die Fahrt ein wenig genießen. Da schaut er die Berge an. Wunderbar, Südtirol. Die Sonne geht auf, wunderbar. Das Tablet auch gleich ausgeschaltet. Das brauchen wir eh nicht mehr. Unsere Notizen, die haben wir alle. Das ist jetzt aus den letzten Aufnahmen der Kollegen praktisch, aus den letzten Videos der Kollegen. War natürlich jetzt nicht jeder dabei, ist klar. Hat ja nicht jeder jetzt genau zwischen letzter Aufnahme von mir und heutiger Aufnahme irgendwas rausgebracht. Das ist völlig logisch. Aber ich habe mich natürlich gestern dann dahinter geklemmt und habe die ganzen Informationen aufgesaugt. Gestern und heute in der Früh. Bam, 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 bam. Telepass, Telepass. Aha, der Holländer hat sowas nicht. Glaube ich schon. Dann haben wir gestern so im Discord ein bisschen, wie soll man sagen, einen Gedanken verfolgt, der auch hochinteressant ist, finde ich zumindest. Dazu für diesen Gedanken, wenn man den verfolgen würde, braucht man auf alle Fälle eine Person, die sich um dieses Thema annimmt, und da geht es nämlich um die Disposition. Eine echte Dispo. Das heißt, du hast einen Disponenten und dieser Disponent disponiert die Touren, klar, was sonst. Aber der müsste das wirklich, der müsste erstens einmal total bei uns im Geschehen drinnen sein. Der müsste Ahnung haben von zum Beispiel diesen Speditionsverwaltungstools, wie es SpätV ist. Ich meine, so schwierig ist SpätV jetzt auch nicht. Was fahren der da hinten für Schlangenlinien? Angesoffen oder was? Alter Schwede, Resl. Okay. Ach, schaut die Gegend an, das ist ja wunderbar. Auf alle Fälle, das wäre schon durchaus eine interessante Geschichte, wenn uns da jemand disponieren würde. Ich weiß, es gibt solche Leute, die auf sowas stehen. Die Person braucht jetzt selber keine Videos machen oder sonst irgendwas, wäre halt Mitglied dann bei uns in der Firma. Ob der dann großartig Stories machen muss oder nicht, das sei jetzt dahingestellt. Wichtig ist da auf alle Fälle das Thema Disposition. Und das muss natürlich auch alles so gedämmt sein, dass das auch passt. Vor allem brauchen wir dann, ich meine, ich habe mich selber noch nicht damit beschäftigt, aber wir brauchen es dann schon auch so, wenn wir jetzt aufnehmen, dass man dann eine Anschlusstour praktisch irgendwo findet oder was auch immer. Das sollte man sich natürlich absprechen, wie sowas funktionieren kann. Keine Frage. Aber es war schon interessant. Würde mir gefallen. Also wenn sich irgendwer angesprochen fühlt, das vielleicht sogar schon gemacht hat, in einem Alter ist, wo man sagen, ja, passt zu uns, altersmäßig, und so auch, dann wäre es durchaus interessant, dass ihr mal auf dem Discord zu uns kommt und über das Thema mit uns einfach einmal quatscht.
durchaus lässig und interessant. Das heißt, ich würde mir so vorstellen, zack, ich fahre mit Tour, Spätfahrer ist offen, über Spätfahrer wird der Tour eingespielt, die du dann praktisch im Spiel definitiv auswählen kannst, abholen kannst. Meine Güte, so eine Kurve, ne? Das wäre schon interessant. Europabrücke rechts raus. Da unten war ich schon Airsoft spielen. Habe ich schon mal erwähnt. Der Schleimscheißer weiß auch wieder nicht, wo er das Gas findet. Achso, da ist ein 60er, auf der Autobahn 60er, seid ihr komplett krank. Jetzt ist der 80er. Notweg freihalten, Freunde, da. Weißt schon was? Rechts halten und dann rechts ab. Jawohl. Rechts. Update ein neues von Max, seinem MA1-Sound gibt es auch, die Version 1.2 habe ich gesehen heute, bei den Mails mit dabei, ist da natürlich jetzt noch nicht verbaut, ist auch klar. Geht's Richtung heute. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Freie Fahrt für freie Bürger. Wir haben da die Schützersaut-Debatte hergestellt. Meine Fresse. Oha, das ist, schaut aus wie ein gutes Bild. Das müssen wir nutzen. Fotomodus. Ach, da stehen wir aber schon ein bisschen blöd. Und es geht schon wieder weiter. So, das letzte Stück rauf heute ist natürlich, ihr kennt es eh. Kurvenreich. Da haben wir ein paar Serpentinen. Aber wir kommen heute einmal von der anderen Seite. Wir sind sonst immer herunter zu unterwegs gewesen, um
unterwegs waren bisher. Klassiker, richtig gut verschalten. So, da fahren wir jetzt links raus. Jawohl, genau. Das wissen wir ja. Ein bisschen kleiner, wenn er war, der Kreisverkehr, dann würde man eh schon immer drüber kommen. Aber ja. Blinker können wir ausschalten, brauchen wir nicht mehr. Da, der Lidl da hinten. Da haben sie auch schon ein paar Zähne ausgebissen. Das ist so. Oh, der Herr Inspektor. Na, du fährst aber auch sportlich raus, der Kollege Schulterführer. Ja, schöne Gegend da, das Land Tirol, keine Frage. So, da wird es wieder kurvig. Aufpassen, dass wir da nicht unten einen Crash bauen bei der Kurve da unten. Die hat nämlich ganz schön in sich, wie man sieht. So, ich glaube, das Ärgste haben wir überstanden. Bitte rechts halten. Da ist eh heute auch schon angeschrieben. Siehst. Bam,
Knoppe Geschichte. Geschichte. Sehr, sehr knapp. Meine Güte. Wieso habe ich da einen Aufliegerschaden, wenn ich nicht einmal duschiere? Das muss man auch mal erklären. Na, schau, ist diese liebe Ruine. Na, Wahnsinn. Lässig. Ich glaube, da ist eine ganz schöne Schlange hinter mir. Wenn ich mir da so das anschaue, was in die Spüge los ist, aber ich kann euch nicht helfen, Burschen. Immerhin sind wir ja nicht leer. Die letzte halbe Stunde ist angebrochen, Freunde. Süd und heute geradeaus. Okay, wir fahren geradeaus. Wir fahren geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Die nächste Folge startet dann in Salzburg. Da brauche ich jetzt euch nicht dazu nehmen. Das haben wir mal. Oh. Aber wo müssen wir denn hin? Nein, wir reden nicht mit mir. Also irgendwo rechts, hätte ich jetzt einmal gesagt. Dieses Navi. Na was? Lidl? Schleich dich. Freunde, was haben wir da jetzt verbrochen?
Da müssen wir jetzt einmal ganz kurz aussteigen. Das Video, nachfolgende Sendungen könnten sich jetzt um Stunden verzögern. Moment, ich habe ja nicht einmal mein Ding schon, du weißt schon, brauchen wir jetzt da nicht. Ich habe mir eh gedacht, da müssen wir her. Leg mich doch. Da muss ich verkehrt reinfahren. Ich habe nämlich nicht einmal mein Azure-Wissen installiert. Ist ja wurscht, das brauchen wir jetzt gar nicht. Das war halt so gar nicht geplant. Jetzt müssen wir da rein. In die Olga. Ja, bis auf das, dass du nichts siehst, ist ja keine große Hexerei, gell? Dann lassen wir uns einmal das Fenster da runter. Für Frischluft und für besseren Blick. Da. Die Hecken, die wird drauf gehen. Was habe ich gesagt? Haben wir schon angewirkt. Im Burschen. Stell dir vor, du musst da mit einem Brückenzug reinfahren. So kommen die rein. So nicht. Nicht um. Komm ich da jetzt um oder komme ich nicht um? Das gibt's ja nicht. So, da werden wir jetzt einfach den Herrn da herausholen. Die sollen von mir aus mit einem Einkaufswagen kommen und das klumpert aber einmal. Aber so wird das nichts. So, Freunde, ich sage danke fürs Zuschauen.
Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir wieder unterwegs sind. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, euer Hermi.